Diese E-Mail habe ich unter einem Fake-E-Mail-Account an die Volksbank geschickt, an den, sage ich mal, Bundesvorstand, an die Deutschland-Adresse Volksbank Deutschland. Tja, ich denke mal, das werden die überhaupt nicht ernst nehmen. Naja, da kann man das ja auch nicht, weil ich bin ein Privatmensch. Das Video soll halt hier eine Ausnahme sein, weil ich ja angekündigt habe, dass ich sonst so nicht so Videos mache. Aber das war es mir einfach wert, weil wer immer sich mit dem P-Konto auskennt, das tun leider die allerwenigsten, schon gar nicht so wie ich. Bei aller Bescheidenheit, ich bin nun mal wahrscheinlich der P-Konto-Experte in Deutschland. Das ist einfach so. Soll nicht arrogant klingen, weil ich helfe ziemlich vielen Leuten dabei. Zwar kostenlos, zum Beispiel auf Facebook und so weiter und früher bei Gute Frage Net und so. Ich habe schon sehr vielen Leuten da geholfen, auch auf anderen Foren, wo es um P-Konto geht. Weil ich davon selber mal betroffen war, monatelang quasi einen finanziellen Verlust erlitten habe durch die Erzgebirgssparkasse. Es wurde mir nach einigen Monaten erstattet, es war mehr als ein halbes Jahr und auch nur aus Kulanz. Und die Volksbanken hier, das sind wirklich die allerschlechtesten Kreditinstitute, wenn es um P-Konto geht. Und ich sehe hier auf jeden Fall Betrüge, Untreue und moralisch abartiges Verhalten von denen. Leider kann man das ja denen nicht nachweisen, also Untreue, Betrüge, da muss man ja eine einzelne oder mehrere Personen ausfindig machen und das geht nicht. Ja. Banken machen fast immer, was sie wollen. Wie ihr wisst, hasse ich Banken und die Volksbanken, die sind der allerletzte Dreck. Ich beschäftige mich seit 4,5 Jahren mit dem P-Konto, davon teilweise sehr, sehr intensiv. Ich habe da in der Theorie und Praxis sehr viel Erfahrung.